Ein wunderschöner blau-weißer Sonntag liegt hinter uns. Sieg beim Hamburger SV, das erste Mal nach genau 11 Jahren. Und da bietet sich natürlich eine VfL-Spieltagsanalyse an. Ein intensiver Blick auf das letzte Spiel. Das machen wir heute mit Markus Gellerhaus. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Bietet uns auch die Möglichkeit, dich mal ein bisschen den Fans noch vorzustellen. Das war ja bisher eher schwierig. Keine Saisoneröffnung, keine Fanclub-Feiern und so weiter. Eindrücke von Mannschaft, Verein, Umgebung, Mitarbeiter hast du mit Sicherheit trotzdem schon gesammelt. Wie sehen die aus? Ja, ich war von Anfang an sehr positiv gestimmt über das, was ich hier vorgefunden habe. Habe aber auch die Eindrücke schon aus den letzten Jahren, wenn man gegen den VfL gespielt hat, war es immer so, dass ich schon sehr positiv war über das, was ich gesehen habe, was die Mannschaft geleistet hat in den letzten Jahren. Habe ich immer schon gedacht, eine gute Mannschaft und guter Verein. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier gelandet bin. Und die ersten Monate sind wirklich klasse, muss ich sagen. Eine gute Mannschaft, sehr gut aufgenommen worden vom Staff drumherum. All die, die ums Team herum arbeiten. Und es macht wirklich sehr großen Spaß. Jetzt hast du es schon angesprochen. Du warst natürlich mit deinen vorigen Vereinen schon öfter mal hier, hast das erlebt. Was ist das für eine Stimmung, für eine Atmosphäre, wenn hier Zuschauer da sind? Ja, auf jeden Fall eine viel, viel bessere als im Moment. Die Fans fehlen schon. Ja, also hier bin ich immer sehr gerne hingekommen, war immer eine tolle Atmosphäre. Enges Stadion, rundherum geschlossen so. Dann ist immer viel Atmosphäre da. Und es waren immer gute Spiele, sehr reizvoll. Also von daher, ja, bin ich froh, jetzt hier zu sein. Wir fragen das unsere Spieler auch ganz gerne. Jetzt haben wir mal die Chance bei einem Trainer. Wie ist das denn? Ändert sich die Arbeit, wenn man jetzt in einem ganz leeren Stadion hier Anweisungen reinschreibt bei einem Spiel? Was ist da anders für euch? Ja, ist schon anders, muss man sagen. Also die Fans fehlen auf jeden Fall. Die tragen die Emotionen rein, bringen Leidenschaft mit in das Spiel. Das trägt auch die Mannschaft zum großen Teil. Das ist jetzt anders. Man braucht viel mehr Eigenmotivation. Und ja, für uns als Trainer ist es natürlich so, dass man im Coaching doch aufpassen muss, was man sagt, weil jedes Wort gehört wird. Da muss man sich das eine oder andere Mal schon ein bisschen zusammenreißen. Auf der anderen Seite ist es gut, dass eben auch was gehört wird. Das heißt, man kann wirklich etwas coachen, den Spielern vielleicht in der einen oder anderen Situation helfen, was vorher nicht der Fall war. Wenn das Stadion hier voll ist, dann ist es schwer, Spieler, die etwas weiter weg sind, zu erreichen. Das muss man natürlich fairerweise sagen. Dann lass uns mal ein bisschen auf das Spiel in Hamburg schauen. Wenn man 3 Jahre lang beim FC St. Pauli gearbeitet hat, ist es da nochmal umso schöner, beim HSV zu gewinnen? Das auf jeden Fall. Ich habe sehr viele WhatsApp nach dem Spiel bekommen von Kollegen, Freunden, die man in den Jahren gefunden hat da, die sich mehr oder weniger bedankt haben, dass wir den HSV geschlagen haben. Wunderbar. Dann gehen wir in die erste Szene rein. Das ist, um genau zu sein, eigentlich eine Dreifachszene, die wir hier vorbereitet haben. Wir starten mal und das werden wir gleich sehen. Thema von diesem ersten Block ist Pressing. Das war eigentlich von vornherein sehr auffällig, dass ihr früh attackiert habt, früh vorne draufgegangen seid. War das auch so die Vorgabe, der Plan? Ja, das war der Plan. Also wir haben natürlich wie immer den Gegner gut beobachtet, analysiert. Wir wussten, dass es eine gute Mannschaft ist mit guten Individualisten, aber dass sie gerne Fußball spielen wollen. Und wenn man sie Fußball spielen lässt, dass es eben dann schwierig wird, sie in diesen Dingen dann auch zu stoppen, das zu unterbinden. Und deswegen war der Plan schon, vorne drauf zu gehen, früh zu attackieren. Und ja, da sieht man ja auch wieder, wie schnell und früh wir attackieren. Dani Blume erobert den Ball sehr gut und passt ihn dann in die Mitte. Aus dem Spiel heraus habe ich erst gedacht, kann er nicht aufs Tor schießen mit seinem linken Fuß, ist aber deutlich zu weit außen, hat die Perspektive ein bisschen verzerrt. Er versucht dann, Simon Zoller einzusetzen, der in dem Moment einen Schritt zurück macht, deswegen da nicht sofort zur Direktabnahme kommt. Aber wenn man das Bild dann mal etwas weiter anhält, wenn Simon am Ball ist und den Ball querlegt auf Gerrit Holtmann, dann sieht man, dass wir mit 5 Leuten im gegnerischen 16er sind, wo wir so hoch attackiert haben. Das zeigt, dass wir da eine gute Präsenz haben. Genau das, was wir wollten. Ja, am Ende ein bisschen Pech, dass der Ball, der dann eigentlich ganz gut durchgescheckt wird, da von Robby nicht im Tor untergebracht wird. Genau, dann kommt diese Szene, Dani Blume arbeitet dann nach hinten, grätscht, genau, kriegt den Ball noch nicht, aber das war das ist, so sinnbildlich? Ja, das ist eigentlich symptomatisch für das, was man in diesem Spiel gesehen hat, nämlich Einsatz, Leidenschaft, jeder Spieler hat sich aufopferungsvoll in den Dienst der Mannschaft gestellt,
Dani ist eigentlich Spieler, der seine Fähigkeiten natürlich in der Offensive hat und auch sehr häufig offensiv denkt, was auch gut ist, was wir brauchen. Aber in dem Fall sieht man, wie häufig er defensiv gesprintet ist in diesem Spiel und sich nicht zu schade war, immer wieder auch nach hinten zu arbeiten, zu attackieren und dem Leibold da dann auch das Leben schwer zu machen, der sehr offensiv eingestellt ist, schwer für ihn in der Konstellation dann auch gegen so einen Spieler da zu verteidigen. Aber hat er sehr gut gemacht. Wir springen weiter. Mhm. Die nächste Szene, und das ist auch wieder eine Doppelszene eigentlich. Wir haben da die Entstehung des Elfmeters gesehen. Das war das 1:1 durch Simon Terodde, der bis dahin eigentlich kaum Aktion hatte. Und wir sehen danach dann noch die Riesenchance von Simon Zoller. Der Ball geht irgendwie an den Innenpfosten, springt da raus. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, boah, jetzt läuft das hier gerade irgendwie total gegen uns. Elfmeter bekommen, Chance nicht genutzt, Riesenpech gehabt. War das bei euch auch irgendwie so? Jetzt kann das Spiel vielleicht auch nochmal kippen? Ja, erstmal auf die Szene, die Elfmeterszene zu kommen. Da sieht man natürlich die Qualität, die der HSV hat. Wenn sie Platz bekommen, Duziak, den ich selber noch bei St. Pauli gehabt habe, ein sehr guter Fußballer, Jatta dann mit der Flanke, es ist schwer zu verteidigen und Hand kommt aus dem Rücken. Leitschi sieht ihn nicht richtig oder nicht früh genug und dann nimmt er natürlich das an zum Elfmeter. Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Klar, dann denkt man, Mensch, man hat so viele Chancen liegen lassen, auch schon in der ersten Halbzeit. Wird man jetzt dafür bestraft, dass es am Ende dann doch nicht für einen Sieg reicht. Aber das hat an diesem Tag wirklich auch die Mannschaft ausgezeichnet, dass sie sofort wieder da war. Klasse Ball dann im Umschalten von Gerrit auf Simon Zoller, der da ein bisschen Pech hat. Ulreich hält ihn auch noch ganz gut. War noch dran ein bisschen. Ne? War noch dran, sodass der Ball dann vom Innenpfosten eben nicht reinspringt. Ja gut, da liegen Glück und Pech sehr nah beieinander. Aber es ist überragend gespielt, gute Umschaltsituation, genau das, was wir wollten. Ja, und dann das 2:1 ist die nächste Szene, ne? Genau, Spiel ist nämlich nicht gekippt, denn wir sind dann wieder selbst in Führung gegangen. Genau. Das Tor haben wir gestern schon ordentlich abgefeiert. Mal ganz kurz zu der Situation da, als der Ball den Fuß von Dani verlassen hat, hast du da gedacht, Junge, warum spielst du eigentlich nicht quer? Ja, erstmal muss man sagen, dass auch das wieder eigentlich eine Umschaltsituation ist, was wir vorher auch gesagt haben, dass wir da große Möglichkeiten haben, wenn der Gegner unsortiert ist. Guter, schneller Ball hinten von Manu. Silver hält den Ball gut fest. Dafür haben wir ihn reingebracht. Ein Querball und dann ein super Ball vom Robert Tesche in die Tiefe. Ja, und dann kommt natürlich der Abschluss vom Dani. Er hätte auch querspielen können. In dem Fall entscheidet er sich, mit seinem vielleicht etwas schlechteren rechten Fuß so ein Ding auszupacken. Sensationell. Mehr kann man dazu nicht sagen. Überragend gesehen, dass der Torwart vielleicht einen Schritt zu weit vorm Tor steht. Klasse Abschluss. Auf jeden Fall ein Kandidat für das Tor des Monats. Mal schauen, vielleicht klappt es doch irgendwie. Es gab ja noch dieses Lazaro-Ding, aber gut. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Okay, da hat er natürlich ein bisschen Konkurrenz, aber... Trotzdem wunderschön. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn das mit dem linken Fuß gemacht hätte, hätte ich gesagt, normal bei ihm. Aber in dem Fall mit dem rechten Fuß muss man schon sagen, Hut ab. Das war schon nicht schlecht. Eine Szene haben wir noch. Das ist das vorentscheidende 3:1 für uns. Und das war eine Co-Produktion von zwei Jokern, die ihr reingebracht habt. Nämlich Silvia Gamular, der in die Mitte legt und Raman Schipser mit seinem ersten Tor für den VfL staubt da in halber Seitfall-Zieher-Manier ab. Ja, erstmal muss man ja sagen, dass in der Szene das ist eben keine Umschaltszene, sondern das ist mehr aus dem Positionsangriff und dass wir, was wir vorher auch immer gesagt haben, dass wir tiefe Läufe brauchen, auch ohne Ball. Und Robert Schul macht das perfekt in dem Moment, wird dann in die Tiefe auf dem Flügel. Als Zehner, er weicht aus, er geht in die Tiefe, wird vom Dani Blum bedient. Und dann bringt er eine perfekte Flanke. Silver bringt den Ball nochmal gut zurück. Und Chips ist in dem Moment derjenige, der von der kontrollierenden 6 aus durchläuft, beim Spielstand von 2:1 im gegnerischen 16er, dann da eine Präsenz hat, um das entscheidende Tor zu machen, muss ich sagen. Das zeigt eigentlich auch wieder alles, was an diesem Spieltag gepasst hat, nämlich der Mut einfach, diese Dinge auch zu forcieren und dann eben dann auch die entscheidenden Momente zu haben, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Und wie gesagt, in der Entstehung final dann zwei Joker, hinterher kam auch noch Herbert Bockmann rein, der ja sein erstes Spiel gemacht hat. Das ist natürlich dann für,
aus Trainersicht auch immer schön, wenn man da mal ein bisschen das Glück hat, dass diese Leute dann auch mit ihrer Frische, die sie vielleicht am Ende noch haben, die Entscheidung herbeiführen können. Aber mich freut es eben auch dann für Leute, die dann reinkommen und noch ihren Anteil daran haben, dass so ein Spiel eben für uns entschieden wird. Das ist auch immer ganz wichtig, weil eine Mannschaft besteht nun mal nicht aus 11 Leuten. Auf jeden Fall ein toller Sieg, ein toller Tag für uns. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt 14 Punkte nach 8 Spielen. Die Liga ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr eng beisammen. Was sind so für euch die Ziele in den letzten Wochen des Jahres? Ja, wir haben natürlich noch ein ordentliches Programm vor der Brust bis Ende des Jahres. 5 Spiele in der Meisterschaft und dann noch das Pokalspiel zum Abschluss. Ich glaube, dass wir gegen gute Gegner noch spielen und dass es wegweisende Spiele sein werden. Aber dieser Auftritt macht natürlich auch sehr viel Mut, muss ich sagen, wenn die Mannschaft auf dem Weg weitermacht und mit so viel Herz und Leidenschaft und ja, mit so viel Emotionen auch Fußball spielt, wie wir es da gesehen haben in dem Spiel, dann glaube ich, ist vieles möglich. Aber ja, wir sollten von Spiel zu Spiel schauen, wie man so schön sagt, und gucken, was möglich ist. Aber wir haben eine gute Mannschaft und wir brauchen uns vor keinem verstecken. Dann wünschen wir erstmal viel Erfolg für das nächste Spiel. Das wird gegen Fortuna Düsseldorf sein. Markus, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Wir sehen uns.